Das letzte Rennwochenende in diesem Spiel. Ich habe F1 2020 sogar schon installiert, weil ich es heute Morgen schon bekommen habe. Also theoretisch, glaube ich, könnten wir jetzt schon anfangen. Wo ich denke mal, es ist erst freigeschaltet, ne, morgen. Aber juckt sowieso nicht. Dann können wir noch in Ruhe hier den letzten Grand Prix fahren. Schauen gleich mal in die WM. Um mal zu gucken, wie es denn aussieht. Ich meine, aktuell haben immer noch drei Leute die Chance, Weltmeister zu werden. So spannend hatten wir es noch nie. Zumindest glaube ich nicht, dass wir es so spannend hatten. Und das Interessante ist halt, es könnten auch noch drei Leute aus drei verschiedenen Teams werden. Also Charles Leclerc hat die besten Chancen im Moment auf dem ersten Platz. Dann 11 Punkte entfernt sind jeweils Lewis Hamilton und Max Verstappen. Weil ich weiß, beide 11 Punkte entfernt, genau. Und dann kommt schon Vettel und der hat keine Schnitte mehr drauf. Also, Leclerc muss heute 11 Punkte mehr sammeln als Hamilton und Verstappen. Wird schwer. Sonst wird es ein ganz, ganz knappes Ding. Es wird so oder so ein ganz, ganz knappes Ding im Endeffekt. Wir werden in dem Endspurt natürlich wieder unser Bestes geben. Das, was machbar ist. Wir haben Entwicklung abgeschlossen. Das ist alles noch fertig geworden. Schauen wir uns mal das endgültige Auto an. Motor haben wir den besten. Hier sind wir Top 3. Hier sind wir über der Hälfte. Was sagst du zum Österreich Grand Prix? Joa, war wenigstens kein langweiliges Rennen, ne? Ich glaube, wie viel ist ausgefallen? 9 Autos? 9 Autos mit Ausfällen. Lando auf dem Podium. Ich fand's krass. Ich fand's krass. Freue mich auch für Lando. Also davon mal abgesehen. Und Mercedes und Bottas win. Alles easy. Ich fand, es war echt ein geiles Rennen. So, wir haben auf jeden Fall ein richtig schönes Auto mittlerweile zusammengezimmert, zum Glück. So, dass wir jetzt in Ruhe ins letzte Qualifying reingehen können. Ins letzte Training. Ja, ich freue mich für Lando. Für das Russell heißen? Wahrscheinlich soll das Russell heißen, ne? Ist er nicht ausgefallen oder so? So, pass auf, wir schnacken aber nicht lange, wir gehen ins erste Training. Ich bin hier wieder wie wild am Rumskippen. Ja, Wetter war zu erwarten, dass es nicht regnet. Wir sind in der fucking Wüste. Rein ins Training. In den letzten Jahren war Abu Dhabi immer wieder ein Rennen, auf dem wir gestorben sind. Ich glaube, ich habe Abu Dhabi noch nicht einmal beendet. Wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht da jetzt mit einem wendigen Auto, weil das war eigentlich die letzten zwei Saison immer das Problem. Willkommen in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo die hohe Temperatur und die Luftfeuchtigkeit den Fahrern zu schaffen machen werden. Welche Herausforderung bietet die Strecke hier in Abu Dhabi den Fahrern wohl? Das hier ist eine sehr komplexe Rennstrecke. Sie verlangt häufiges Bremsen und dadurch entstehen wohl beim heutigen Qualifying die meisten Fehler. Gut, dass wir im Training sind. Schwer zu meistern, dort gut durchzukommen, wird entscheidend sein. Ja, der letzte Sektor hat mich auch immer gekillt, wenn wir mal ehrlich sind. So, ich hoffe, dass heute mein Controller mitspielt. In Brasilien hat das ja zum Glück. Wegen des Wetters, Dings Feuchtigkeit. Ja gut, aber ich sag mal so, wir sind zum Zeitpunkt des Rennens sind wir nicht, also da herrscht derzeit nicht Regenzeit, so, sondern Trockenzeit. Deswegen regnet es hier nicht, auch wenn hier eine riesige Luftfeuchtigkeit ist. Luftfeuchtigkeit macht das Ganze ja auch schwül. So, weil nichts reden, nichts regen, nichts regen, nichts regen, nichts regen. Ich hatte noch nie hier Regen. So.
So, Ziele. Juckt mich eigentlich jetzt kaum mehr. Rundenzeit, DS-Zone, 1-2, Spitzengeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit. Während der Trainingssessions werden wir ein paar Programme durchgehen. Details findest Temporadar, geringer Treibstoff, gehen wir einen Fick drauf. Das Rennen und die Werkteams. Sie sind also viel wert. Wir machen das hier heute ganz gemütlich. Dry. Wir machen das hier heute ganz gemütlich. Oh, ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Mir fällt es eigentlich erst aus, weil ich aus der Box raus bin. Dann fällt es mir meistens auf. So, dann können wir morgen gemütlich in F1 2020 reingucken, ey. Ich freue mich. Und im Idealfall fangen wir dann ab nächster Woche schon die Karriere an. Im neuen Spiel. Kommt drauf an, wie gut es läuft. So, nicht so weit nach vorne liegen, sonst habe ich nachher wieder Rückenschmerzen. Eigentlich mag ich die Strecke. Also ich mag sie eigentlich wirklich. Aber irgendwie bin ich hier immer drauf abgenippelt. Oh nee, der Motor macht schon wieder Sachen. Guck mal, der gibt keinen Vollspeed unten rechts. Jetzt geht er auf Vollspeed. Jetzt wieder nicht. Wollen wir das Spiel mit mir F1 2018? Wenn ich F1 2018 mal wieder installieren würde. Aber so viel Speicherplatz habe ich gar nicht. Nee, ich muss gleich dringend am Controller wieder fixen. Weil der gibt ja schon wieder keinen Fullspeed. Aus dem siebten Gang, da gibt er Vollstoff. Ja, eigentlich müsste ich mir vor der neuen Karrieresaison dann Controller holen, neuen. Rumgerutsche. Es ist so schwer, hier die Ideallinie zu treffen, ne? Echt. Unmöglich. Deswegen bin ich froh, wenn wir aus dem Programm hier raus sind, damit ich hier meine eigene Linie fahren darf, ey. Also auf Krampf Ideallinie treffen ist halt schlimm. Hat man ja gerade gesehen, wie ich geflogen bin. Oh lol. Den hätte ich fast übersehen. Ja nee, also ich habe jetzt einfach 2020, da brauche ich nicht mehr 18 installieren. Erst recht, weil ich sage, dass ich den Multiplayer nicht spiele. Weil mir höchstens im neuen Spiel mal angucken werde. Und next try den ersten Sektor ordentlich zu fahren. Lief schon mal besser. Immerhin.
Hast du noch andere Online-Spiele? Ja. Wenn du mal Ausrufezeichen Playlist machst, kommst du zu einem Link mit allen Playlists, was ich jemals gespielt habe. Und noch spielen werde wahrscheinlich. Steht dann dementsprechend dabei. Oh, jetzt komme ich ein bisschen schlingern. Was war das jetzt? Das war jetzt dieses andere AFK? Och komm. Ja, weil ich zu langsam bin. Valhalla, ne, was ist das? Das sagt mir gar nichts. Reicht nicht auf Lila. Okay, schade, dann nicht. Ja, ich werde jetzt nicht. Ich werde das nicht nochmal machen jetzt, weil bringt halt nichts mehr so. Also klar können wir uns zur Vollständigkeit machen, aber hey. Oh, nicht wieder hüpfen. Aufpassen, dass ich dich zu hart beschleunige. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Okay, ich schaff's aber nicht schneller als die Mediums zu sein. Also werden wir wahrscheinlich die Harten im Rennen wieder versuchen zu meiden. Ich weiß ja nicht, hier gibt es halt sehr harte Anbremsphasen, ne? Und dann viel Corner-Cutting und so. Deswegen denke ich mal, dass die Strecke einen recht hohen Reifenverschleiß. Grundsätzlich spiele ich nicht mit Zuschauern, es sei denn, ich mache ein Viewer Games Abend oder sowas. Dann können wir gerne ein paar Runden F1 spielen, aber an sich bin ich nicht mit Zuschauern. Und ich spiele die Online-Modi sowieso selten. Oder gar nicht bis jetzt. Weil ich mich halt wirklich eigentlich nur an der Karriere interessiere. So, habe ich noch was zu trinken hier? Nicht so ein Scheiß. Ach, jetzt fühle ich mich wie Kimi. Ich habe nichts zu trinken, ganzes Rennen lang. Super. Außer, dass ich mir was holen kann noch.
Ja, wie gesagt, ich werde es nicht nochmal probieren. Muss reichen. Was haben wir? Geringer Treibstoff und Autoschiffen fehlt noch. Ja, gut, dann machen wir rein. Obwohl, irgendwie will ich halt doch noch. Ach komm, scheiße, wir machen das noch einmal. Einmal probieren wir das noch. In einer fliegenden Runde. Einmal, ich will das jetzt doch schaffen, ne? Haben wir Zeit ohne Ende. Haben wir Zeit ohne Ende. Oh, hier machen wir auch nicht ganz so. So, next try. Elrond ist auf demselben Reifen schneller als ich. Das ist schon mal ziemlich mies. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass mein Controller wieder spackt. In diesen Kurven scheinen wir noch etwas zu langsam zu sein. Kurve 4. Einfach weggerutscht. Keine Chance. Wieso bin ich da nur so? Ist echt alles wegen dem Controller jetzt schon wieder? Oh Gott, Pfaffel, ich muss niesen. Ha! Der Rest war doch ordentlich dieses Mal. Das ist großartig. Du scheinst ein gutes Verständnis für diese Strecke zu haben. Boah, ich muss wieder anlegen, mich zurückzulehnen, ey. Ich hab merkt, jetzt schon wieder den Rücken anfängt zu ziehen. Ja, da würde ich sagen, war eine perfekte Runde. Krass. Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Maximale Punktzahl mitgenommen. Perfekte Runde. Fahrer vor mir. Ray können vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 40,5. Also bin ich auf den Schluffen tatsächlich nicht schneller. Heißt, da müsste aber schon ein großer Unterschied sein, hey.
etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Leber ist jetzt gerade auf 1. Wenn er das halt halten könnte, ne? Oh, stopp. Das war jetzt der Hamilton-Move. Wir sind ja voll stay out. Warten ja auch Österreich oder so? Ne, Österreich kann man so spät nicht mehr rausziehen. Wo war das denn? Kein Center hat, nee, obwohl England kann auch nichts sein. War auf jeden Fall lustig. Komm in, out. War Deutschland, oder? Was, Hockenheim? Meins war Hockenheim. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,40,7. Okay, die haben es ein Sechzehntel. Die Harten sind zwar alles klar, wir wissen Bescheid. Die harten Reifen werden gemieden im Rennen. Letzten Runden, 20 Runden. Du hast durchschnittlicher Reifenverschleiß, ne? Weiß nicht, ob wir Soft Medium hinbekommen. Also wenn wir die Strategie kriegen, Soft Hard, dann sollten wir auf jeden Fall Soft Medium probieren. Wie wir es in Brasilien schon geschafft haben. Die Frage ist halt auch noch, was für eine Pace haben wir hier, ne? Also wenn die Pace hier halt wieder nicht stimmt, dann... Nachrichtentest. Wenn die Pace halt nicht stimmt, ist schon belastend. Jawohl, Musik, spiel dich doppelt ab. Let's go. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Vettel, Perez und Dani Kvyat. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Ah, bin ja auf harten Reifen unterwegs, ne? Ja, 2 Sekunden langsamer sind als alles andere. Einfach mal kurz den Controller nochmal neu connecten. Und gleich den nächsten Versuch wagen. So, gegen Devin sind wir gerade auch vorne. Das ist auch gut. Ich glaube, der kann uns sogar eigentlich nicht mehr... Doch, der kann uns noch packen, wenn wir hier ausfallen. Also gar nichts holen. Am Punkt und Devin gewinnt. Dann kann Devin uns noch überholen. Na dann weiter. Nein! Motorenteil nicht geändert, ich bin Dulli. Okay, fahren wir jetzt auf den alten Motorenteil. Die Motorenteile nicht geändert. Sektor 1 und 2. Ich hab fliegen noch. Ich bin Dulli. Also jetzt gerade stelle ich mich wieder ein bisschen an. Thank you.
Oh, mein Sprit natürlich runtergestellt. Heißt, das hier werde ich so oder so nochmal machen können. Mann, gib Gas, du Rotzkarre! Dieser Bug, Alter, das ist so anstrengend. Guck mal, jetzt sind wir deswegen wieder auf Rot. Abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige. Na, ich muss ja hier das Spiel wieder neu starten und alles wieder von vorne machen und den Controller auch mal wieder umstecken. Kann ja nicht sein, dass der immer noch so komisch abspackt. Ja, 6:2 hat es mir jetzt dadurch versaut. Das ist mir jetzt aber auch real. Die einen Dinger sind mir halt Knuppe, relativ. War jetzt auch hier eine schnelle Runde, weil, hey, haben es ja. Mittel verbrauche ich halt einfach gar kein DS gefühlt. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Fahrer hinter mir. Max hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt
39,1. Meiner weiß ich jetzt nicht, ne? Was ich aber weiß, ist, dass ich da gleich auf einem Mercedes auflaufen werde. Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleibt. Ja, ich habe kurz Konzentration verloren, weil ich in einem Abschnitt nicht so gut durchkam. Ich hole aber gar nicht so viel auf dem Mercedes. Gut, ich weiß nicht, mit was der fährt, ne? Also wenn er mit harten Reifen fährt, müsste ich eigentlich schon länger an ihm dran sein. Na klar, dann wenn es um die Zeiten geht, weißt du, dann packe ich diese Kurve hier nicht mehr. Ah gut, wir haben die Rennprogramme ja zum Glück trotzdem gepackt. Auch mit den älteren Motoren scheint mir gut, die sind jetzt noch nicht so fritte. Update Session. Du führst das Feld an, P1. Und wir sind vor Sainz, Bottas und Verstappen. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1,37,7. Fahrer hinter mir. Sainz hinter dir, ihre beste Rundenzeit. Eine Sekunde schneller. Auf den beschisseneren Reifen. Auf den eigentlich 0,6 Sekunden langsameren Reifen. So. Das sollte aber nicht im Rennen passieren, das kostet Zeit. Was auch immer das gerade war. Ich weiß nicht. So. Das war das letzte Training in diesem Spiel. Und das letzte Training in diesem Auto.
Ja, Autostellungen, das ist egal. Bringt uns ja auch nichts mehr. Der zweite Sektor gehört nicht mehr. Ja, gut, weil im zweiten Sektor auf der langen gerade mal meinen Controller abspackt. Deswegen gehört der nicht mehr. Und deswegen kann man die Zeit auch noch verbessern. 0,6, sie kommen ran. Aber mein erster Sektor ist halt hart zu knacken anscheinend. Na gut, wir sind in Red Bull und kommen sehr schnell durch die Kurven, ne? Das ist halt geil. Der Bugs fährt 15 Runden hier, ey. Fahrzeuge, die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch Holy shit. Und da wundert man sich, warum man die Motorenteile am Arsch hat. Williams will uns aber ganz dringend, du. Hör mal. Williams will uns aber ganz, ganz dringend. Naja, heute ganz ehrlich, heute ist mein Ziel, nur noch ins Ziel zu kommen. Nachdem wir halt die letzten beiden Grand Prix hier drauf nicht beendet haben. Möchte ich einfach nur ankommen. Ich will einfach mit Punkten. Ja, die Wetterfeuersäule, das war zu erwarten. So, jetzt muss ich aber die Motorenteile umschmeißen. Die sind halt noch so frisch, ne? Eigentlich schade, den Motor wegschmeißen zu müssen. Doch, drinnen rein ins Qualifying. Letzte Qualifying in diesem Spiel. Wer wird Weltmeister? Wir sind hier am wunderschönen Yas Island Circuit, wo gleich das Qualifying anfängt. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show. Scheiße, vergessen, Spiel neu zu starten. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Ich habe nicht zugehört. Worum ging's? Ich habe nicht zugehört. In dieser Session musst du nicht bis ans Limit gehen. Unser Tempo sollte locker reichen, um die Quali zu schaffen. Dann machen wir dann Doppelten? Ja, war 2,6, dann machen wir auf 5,8 Runden. Machen wir wieder einen Doppelten. Oh, ich hab Dingens vergessen, ne? Naja, ist aktiviert, okay. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Doppelten auf Eis machen wir. Ein doppeltes Stint natürlich direkt. Damit wir die Mediums nicht aufbrauchen müssen.
Ein letztes Mal Qualifying. War ein bisschen schade dann. Aber naja, genau so hatte ich es eigentlich vor, dass wir diese Saison dann noch zu Ende fahren und dann aufs neue Spiel wechseln. Eigentlich hatte ich auch noch genug Puffer drin. Ich dachte, ich packe das noch locker, aber dadurch, dass ich dann Termin und alles bekommen habe, wurde das Ganze gegen Ende ein bisschen kritisch, dass wir zweimal zwei Grand Prix an einem Tag fahren mussten. Siehe gestern und vorgestern. Das Problem ist nur, dass ich wieder das Problem mit dem Controller habe. Ich steck den jetzt während wir fahren um. Das ist mir jetzt zu blöd. Das kann halt nicht sein, dass der einfach, dass der Trigger nicht voll durchgeht. Das ist halt eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich drück halt voll rein, aber er reagiert halt teilweise einfach. Bitte ohne Probleme da raus. Ich sagte ohne. Wenn da einzustecken, wo noch Platz ist, muss ich auf der anderen Seite einstecken. So, probieren wir das mal aus. Komplett anderer Slot, direkt im Mainboard. Vielleicht klappt das ja. Sonst muss ich gleich vom Rennen echt das Spiel nochmal neu starten. Mal gucken, gibt's hier nicht? Gibt's hier nicht irgendwo eine Anzeige dafür? Hier sieht man halt gerade, ne, wie das Gaspedal. Wenn ich auf Bremse drücke, ist voll. Bremse ist immer voll, aber Gaspedal, wenn ich das komplett durchdrücke. Da sieht man, wie es zwischendurch spackt. Und das ist dieses Rütteln im Auto. Jetzt lasse ich ganz leicht locker. Nur ganz leicht, der zoppelt übel hin und her. So, weißt du? Und das ist halt das Problem. Das ist dann genau dieses Zuppeln, was man da unten sieht.
Runde war leider alles andere als gut. Aber das können wir ja alles nochmal üben. Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Können wir ja jetzt alles einfach nochmal machen. Und ja, guck, Elben löst mich ab, also weiß ich, dass es noch schneller geht. Fahrer hinter mir. Stroll hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,37,7. Fahrer vor mir. Albon liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 37,2. Nicht schlecht. Kommt noch einer. Kommen noch zwei direkt hintereinander, oh Gott. Mit der Zeit bin ich ehrlich, da weiß ich noch nicht, ob wir mit der Zeit weiter sind. 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Fahrauto. Sekunde schneller. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Sekunde schneller. Und wir können in der Theorie noch mit noch weniger Sprit fahren. Fahrer hinter mir. Albon liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,37,2. Oh, 37,2 sogar. Krass. Dann auch wieder nur 7/10, ne? Das ist auch ziemlich wenig, aber ich glaube, eine 1,365 war schon ganz okay. Also mit der Zeit jetzt dürften wir eigentlich safe weiter sein.
Hier wird halt ein Hauptknackpunkt, ne? Ein bisschen schneller, Jungs. Aber wir werden nicht mal rausfahren. Ich glaube, wir dürften safe hiermit auf jeden Fall sein. George Russell hat den zweiten Sektor. What the fuck? Danach sind sie über eine Sekunde weit weg. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 36,5. Sehe ich gerade, Jeff. Dürfte eigentlich reichen für Q2. Elvin hat sich auf 1,36,3 verbessert. Fuck. Junge, der gibt ja richtig Gas, der Junge. Holy shit. Hamilton auf 6. Max ist raus. Charles auf 8. Bottas auf 12. Boah, Max ist... Ist Max noch dabei? Ja, ne? Die fliegen raus. 15 ist noch mit dabei. Scheiß Lacke, Alter. Paar Tausendstel. Vettel ist raus. Vettel startet von 17. Können wir Vettels Position noch kriegen, Chat? Ich weiß es nicht. Müssen wir nachher mal gucken. Warte, ich kann doch hier auf die Rangliste gucken, wa? Nee, kann man nicht mehr bekommen. 25 Punkte. Da wären wir bei... Wenn wir jetzt nochmal 25 Punkte holen, dann sind wir bei 5. 90. 90 plus 20. 110. 210 Punkten sind wir dann. Sind wir bei 210. Nee, also ihn werden wir nicht mehr bekommen. Schade. Aber Alex, holy shit. Ich meine, die haben echt ein geiles Auto, ne? Ich meine, generell guck, wie es hier oben aussieht. Racing Point, McLaren, McLaren, Haas. Dann kommt ein Mercedes. Max ist aber auch nicht gut hier anscheinend. Also das wundert mich halt, ne? Naja, schauen wir mal. Ich finde es angenehmer, gegen die anderen Teams zu fighten, als gegen die Top-Teams tatsächlich. Auch wenn es wahrscheinlich in-game keinen Unterschied macht. Fertig. Ich finde es angenehmer, gegen so einen Russell zu fallen, als gegen einen Hamilton. Auf jeden Fall.
So, dann wollen wir mal auf die Qualifying-Runde. Muss ich jetzt hart auf meine Reifen achten, ne? Aber wirklich halt wieder hart Mediums, Soft Mediums in Option ziehen. Dann muss ich mir aber auch noch angucken, wie lange die durchhalten. Ich finde aber, Abu Dhabi ist eine echt höchst anspruchsvolle Strecke. Ohne Witz. Gerade Sektor 3 und die vielen Schikanen und so ein Spaß. Macht's noch nicht sicher, dass sau Spaß zu fahren. Ich meine, macht's auch. Also auch in Real, denke ich mal. Aber es ist halt echt hart, weil du hast in Sektor 3 halt überall Wand. Okay, die fand ich jetzt gar nicht mal so kacke. Die war gar nicht mal so kacke. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Die war gar nicht mal so kacke. Das ist doch schön. Nico schiebt sich auf P2. Holy shit. Fahrer hinter mir. Württemberg liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 37,8. Okay, der ist dann nur Ewigkeiten weg. Oh, Leclerc ist hinter mir. Fahrer hinter mir. 37,3. Ist schon näher. Sind wir wieder bei unseren 8 Zehnteln. Norris schiebt sich auch noch rein. Na komm, fahr vorbei, Nico. Fahr vorbei, Junge. Muss Reifen sparen. Und jetzt, es kommt ein Haas und ein Ferrari. Ferrari. Okay, fahren wir erstmal in die Box und schauen uns halt an. So, werden sie das Safe Call nochmal rausfahren nachher. Pauli05, Dankeschön für den Follow. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. So, das ist aber interessant, dass Leclerc es jetzt anscheinend irgendwie auf P2 geschafft hat. Auch wenn das vorhin gar nicht funktioniert hat. Ich dachte, erst Bottas Zeit wäre schnell, aber die war anscheinend auch kacke. Oh, Box. Nee, schon wieder vergessen, wie gerade eben. Na, gerade eben habe ich es ja noch ganz knapp geschafft, à la Hamilton. In, stay out, stay out, stay out, komm in, stay out. Am Ende war er doch in der Box, ne? Ich brauche noch was zu trinken, stimmt, ey. Habe ich auch noch vergessen. Ja, schade. Ich meine, gut. Dass wir Vettel nicht mehr erreichen konnten in der WM war klar, aber dass er jetzt hier so schlecht abschneidet und in Q3 schon rausfliegt, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Sonst hätten wir heute die besten Chancen, Vettel eigentlich auch noch zu bekommen, aber da fehlen uns 7 Punkte für. 6 Punkte, wenn wir die schnellste Rennrunde machen. Insofern wir gewinnen sollten. So. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,36,5. Sektor 2 geht noch besser. Sektor 1. Sektor 2 bin ich zahlwechsel mal schnellster. Sektor 2 war ja meistens Problemzone irgendwie. Was ist denn dieses Mal Sektor 1? Ich glaube, ich bin die erste nicht gut reingefahren, ne? Weil durch die zweite komme ich immer gut durch. Außer ich werde da weit rausgetragen und fange dann an zu hüpfen. Ja, Temporadar ist mir doch egal. Wieso sind wir eigentlich immer noch so kacke auf dem Temporadar?
Wir haben den geilsten Motor im Feld. Eigentlich müssten wir dort auch dominieren. Wir waren in Brasilien rund 2 Sekunden schneller pro Runde als jeder andere. Trotzdem ist Temporadar nicht so. Bottas ist auf dem absteigenden Ast. Max ist noch kein, der ist jetzt erst unterwegs, okay. Dann warten wir gerade noch, bis Max fertig wird. Der ist in Sektor 3. Ist ja gleich fertig. Du fährst ein klasse Rennen. Wir liegen wieder viel weiter vorn, als wir erwartet haben. So, wir haben 28 Runden und 39 Runden. Also geht doch voll fein eigentlich mit der Lebensdauer. Ja, also werden wir doch Soft Medium hinkriegen, wa? Würde ich mal schätzen. Und wenn er uns sagt Soft Hard, können wir trotzdem Soft Medium gehen. Also wenn wir halt wieder ein bisschen mehr ausfahren dann, weil die Harten sind halt 2 Sekunden langsamer. Das merkst du halt. Und zwar dieses anders, merkst du das? Okay, Max ist auf 2. Vielleicht sollten wir ein paar Runden absolvieren. Wir warten wieder schön bis zum Schluss. Müssen wir nochmal rausfahren. Das habe ich eingestellt. Einfach habe ich auch neue drauf. Und jetzt warten. Warte, eine Runde dauert ca. 1,30, ne? Plus Boxenausfahrt. Eine lange Boxenausfahrt. 2,30 sollte man spätestens raus sein. Ah, jetzt machen sich alle ready. Alles bereit. Na denn, wollen wir mal. Ich denke mal, mit der Zeit sind wir wieder safe weiter. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen schneller hin. Ein Glückwunsch, Boxenausfahrt nicht selber fahren. Ne, da würde ich jedes Mal abnippeln. Da bist du hier langsam, Junge. So langsam wie der hier gerade war, ey, alter Schwede. Komm, Kevin, du darfst auch noch. Bei den McLaren lasse ich auch noch vor, weil die relativ schnell waren. In den Trainings zumindest. Wer ist jetzt noch hinter mir? Russell. Ja, komm, die drei kann ich auch noch vorlassen. Da macht den Braten jetzt auch nicht fett. Ah ja, da war Stroll gerade vor mir, okay. Der Abstand reicht, ey. Nicht, dass ich ihn gleich im Arsch hänge.
Hüpf. Oh nein, das hast du. Okay, die Runde abgeschmissen. Der Friseur am Start. Hey, let's go. Okay, da habe ich hart frisiert. Tut mir ein bisschen leid. Oh Gott. Na gut, dann verspiele ich alles hier wieder. Easy. Easy Game. Sehr schön. So. Ich kann mir vorstellen, dass die Reifen noch ein bisschen besser sind. Von der Abnutzung her. Was ist das zweite Paar, auf den ich noch schneller war? Raus sind Bottas, beide Williams, Wirt und Magnussen. Also beide Renault in Q3. Beide McLaren in Q3. Beide Red Bull in Q3. Und ein Racing Point und ein Mercedes. Nur zweimal Mercedes-Motor. In Q3. Das ist halt echt krank. Das ist halt wirklich weird. So. Haben wir wieder zwei? Ah ne, die sind ein bisschen schlechter sogar von der Zeit her. Aber machen wir einen dann auf den hier, ne? Erstmal und dann nachher den auf den. Weil jetzt direkt wieder zwei fahren, heißt dann läuft irgendwas schief und dann nehmen wir wieder zu viel Stress, das ist scheiße. Ich will die immer mal wieder probieren, ein bisschen weiter außen anzufahren, aber das geht auch nicht wirklich gut. Motor, bitte Gas geben. Guck dir das an, ich drück voll durch. Das ist auch absolut random, so buggy. Shit. Ja, einfach verbrennt die Kurve. Ja, da geht auch wieder aufgrund des Motors, aufgrund des Controllers deutlich schneller.
Jetzt hat er einfach gar kein Gas mehr. Nee, komm, die brechen wir ab. Jetzt hat er einfach gar kein Gas mehr gegeben gerade. Komm hier, ich will in die Box. Das bringt halt nichts mehr so. Jetzt hat er gerade halt einfach gar kein Gas kurz gegeben. Man guckt hier an, wie das rumzuppelt. Okay, hier ist Jeff. Kannst du mich hören? Warum fällt er mir denn hinten rein? Besser, du kommst bald möglichst an die Box. Warum das denn? Was soll das? Wieso? Die geht ganz außen rum und er zieht innen rein, um extra in mich reinzufahren. Was soll der Scheiß? Was soll der Müll? So, tickt das bei dir nicht mehr ganz sauber oder so? Zieht einfach voll innen rein. Ja, großartig. Ich bin wieder der Gefickte, danke. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Wir sind Zehnter auf dem Temporadar. 321,7 Kilometer pro Stunde. Okay. Wir werden Einstin fahren. Mehr dürfen wir nicht fahren anscheinend. Diesen Einstin werde ich aber jetzt machen. In der fliegenden Runde. Ey, was soll der Scheiß denn, Alter? Zieht der voll rein? Also bitte. Ja, selten dämlich, ey. So was. Hat schon wieder keiner mehr gebraucht. Ja, heute wird keine Pole werden, glaube ich nicht. Zweiter. Ne, keine Pole heute. Ich probiere gerade noch mal.
Aber ich bin dumm. Ich bin maximal dumm wieder. Maximal verblödet. Stell mich wieder an. Weil jetzt auf was ankommt. Komm schon, bitte. Ausgezeichnete Runde, wir sind sehr. Ja! Ja, Mann! Schön! Boah, ohne ERS und auf den letzten Metern kein Sprint mehr, ey. Boah. Okay, Leclerc bekommt auch eine Strafe. Einmal hin. Andererseits darf der mit frischen Reifen starten. Dadurch denke ich mal. Ich starte damit von 6. Also hinter Butler vor Albon. Hey, ja doch, klar. Hamilton auch noch hier unten. Ja, Max wird ganz vorne stehen. Wir hätten das dritte Mal in Folge eine Front Row, ne? Eine Red Bull Front Row, wenn nicht der Scheiß wieder passiert wäre von gerade, ey. Absolut unnötig halt wieder, ey. Mann, dieses Rotz-Game. Großartige Leistung da draußen. Ach, danke. Sie sind recht zufrieden damit. Was ist das Geheimnis Ihres Qualifying-Tempos? Ich muss ein Team besser im Auto rausholen. Ja. Wie wird die Grid-Strafe Ihre Strategie im Rennen beeinflussen? Ich mache natürlich einen Strich durch die Rechnung. Ich mag es nicht im Verkehr festzustecken, dadurch wird das Rennen viel schwieriger. Ja. Keine Antwort. Danke für den Kommentar. Bitte. Nee, 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 nee. Ja, damit kann Devin uns eigentlich, glaube ich, schon mal nicht mehr schlagen. Ja, klar, der Ruf geht wieder runter wegen was für sich. Ja, leider haben wir ein paar Grid-Strafen erhalten. Wir starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, auch von den anderen Fahrern. Was soll ich noch skillen für Team? Kann ich noch was skillen für Team? Für den hier, komm. Für den zukünftigen Red Bull. Noch ein bisschen mehr Motorpower. Na gut, dann starten wir mal wieder ein Rennen mittendrin. Hatten wir auch schon länger nicht mehr. Wahrscheinlich werde ich mir jetzt in den Flügel weghauen und dann war's das. Schauen wir mal. Rein ins Rennen. Willkommen auf dem Yas Island Circuit, dem Schlusspunkt einer weiteren spannenden Saison der Formel 1. Wir lassen dieses atemberaubende Jahr auf einer Strecke ausklingen, die in ihrer kurzen Geschichte schon viel Ruhm und Kummer gesehen hat. Es ist Zeit, die Saison mit Stil abzuschließen. Es ist Zeit für den Abu Dhabi Grand Prix. Der Marina Bay Street Circuit ist 5,4 Kilometer lang und wartet mit 23 Kurven und zwei sehr langen Geraden auf. Die DRS-Zonen vor den Kurven 8 und 11 bieten gute Überholmöglichkeiten. Die Strecke verfügt aber auch über einige tückische Kurven, insbesondere 15, 16 und 17 haben es in sich. Da werden die Bremsen auf eine harte Probe gestellt. Zum letzten Mal in dieser Saison darf ich neben mir Stefan Römer begrüßen. Was war das nur für ein Jahr, Stefan? Es hat richtig Spaß gemacht. Wie fühlst du dich jetzt, wo wir so kurz vor dem Finale stehen? Es war eine atemberaubende Saison. Alter! McLaren und Haas in der Front Row. Wir sind um die ganze Welt gereist, aber es ist immer noch alles offen. Und Max wurde auch zurückgesetzt wegen irgendwas. Es ist immer wieder aufregend, nach Abu Dhabi zu kommen. Das ist doch so spannend in der WM, ne? No joke. Krönenden Abschluss einer ganz besonderen Saison.
Es sind nur noch wenige Minuten bis zu Beginn. Wo ist Max? So sieht die Startaufstellung. Wer hat die besten Chancen? Carlos Sainz! Mit Lukas Weber daneben. Und in der Startaufstellung von heute. Leck mich am Arsch, was ist das? Ein Red Bull. Er hat eine da bin ich. Ich starte als erstes von uns allen. Also von den Top-Teams. Verstappen, Russell, Dani Quert und Raikönig. Kubica, Grosjean, Max ist da. Sebastian Vettel. Leclerc und Kevin Magnussen. Leclerc kriegt sowieso. Lol, Leclerc stand sowieso von ganz hinten. Holy shit. Lewis Hamilton hat doch noch die besten Chancen auf die WM. Also Leclerc kriegt sie nicht mehr, glaube ich nicht mehr. Leclerc kriegt es nicht mehr hin, das glaube ich nicht. Uff, nur von hinten zu starten ist natürlich ein bisschen belastend. Formation halten. Erstmal überholen. Lasse die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. Alter, was ein letztes Rennen, ey. Holy shit. Beide Fahrer starten von ganz hinten. Und Lukas Weber in der Front Row. Carlos Sainz. Holy shit, Alter. Das ist halt, ey, Alter. Ich darf mich nur nicht drehen oder mit den Flügel kaputt fahren. Das darf nicht passieren. Dann habe ich die beste Chance noch auf den Sieg. Dieser Startaufstellung bringen wir die Saison zu Ende. Alter Schwede. Ich wünsche euch viel Spaß beim großen Preis von Abu Dhabi. Letztes Rennen in diesem Spiel. Danach wechseln wir auf F1 2020 in die Karriere. Unser letztes Rennen in einem Red Bull. Das auch noch. Viel Spaß. Hinter mir steht halt auch noch Norris. Dann links von mir ist Hamilton. Oh Gott, Hamilton wird wieder einen Traumstart erwischen. Einen Platz habe ich gewonnen, Albons Platz. Hamilton ist tatsächlich hinten geblieben. Da gab es aber auch Berührungen zwischen uns allen, ey. Ich brauche DRS, sonst komme ich nicht hinterher. Schau dir das an.
Was geht hier gerade ab? Was passiert hier? Wie war die Strategie? Scheiße, ich habe mir die Rennstrategie gar nicht richtig angeguckt. Okay, du bist in den Top 10. Okay, Mediums. Hat er mir gerade gesagt, ich bin in den Top 10? Wer ist raus? Okay, alles klar. George Russell ist raus. VSC auf der Strecke. Lol. Das virtuelle Safety Car ist auf der Strecke. Wir müssen hier ein positives Delta beibehalten. Langsamer werden. Positives Delta beibehalten. Super, jetzt verliere ich wieder übermäßig viel an Zeit. Guck mal, wie der mir jetzt im Arsch und das ist doch nicht derselbe Abstand. Also das ist buggy. Das heißt doch Abstände halten. Wieso hängt er mir im Arsch? Ist nicht mehr, okay. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Ich finde es interessant, dass das VSC endet und der steht immer noch da an derselben Stelle. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Ich weiß nicht, weil ich wieder vom Bauschrott geraucht habe, aber irgendwas das war wieder in meinem Kaffee heute Morgen. Hatte ich jetzt wieder Inte. Nicht so viel Gas geben hier. Wieso lerne ich das nicht? Da vorne gibt es Führungswechsel, doch. Ich bin so dumm. Ich bin einfach so dumm. Ich versau's mir jedes Mal aufs Neue selbst. Weil der Wagen nicht Gas gibt, schau dir das an! Weber hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Jetzt haben wir einmal Haas ganz vorne, einmal Haas ganz hinten. Und hier zünden die Jungs den Turbo. Weißt du, dann, wenn ich die Chance bekommen würde zu überholen, kriege ich es nicht hin, weil ich 3 Jahre weit weg bin. Ich frage, wie das sein kann. So ein Haas ganz vorne, ein Haas ganz hinten. Gott, Alter, ich habe noch dreimal so schlechte Bremsen wie alle anderen gefühlt. Wie ich denn fast jedes Mal reinfahre. Ja, ich muss wieder dringend leichter werden. Wenn wir da leichter sind, geht das einfacher. Dann komme ich auch durch die Kurven.
Wir chillen wieder. Das ist dasselbe wie in Brasilien. Am Start ein paar Plätze verlieren. Gut, nur, dass wir die jetzt halt schon verloren hatten. Durch die immer noch meiner Meinung nach unnötige Strafe. Die Batterie ist fast leer. Reduziere den ERS-Einsatz. Ja, das bleiben wir doch. Oh. Und nachher, dann, ich denke mal so, ja, weiß ich nicht, ob wir vom Boxenstopp noch angreifen werden. Schauen wir mal, wie zeitlich passt. Weil ich sag mal so, solange Butler halt noch im Windschatten ist, zieht er mir halt weg, ne? Solange er halt noch im Windschatten ist, habe ich keine Chance, da ranzukommen. Auf der Geraden. Ich hoffe, das reicht jetzt schon. Das reicht sogar schon, ja. Dafür liebe ich den Red Bull, ja, ne? Dass du so dermaßen spät in die Eisen gehen kannst. Dafür liebe ich den Red Bull, ja. So, Gegenattacke. Schafft das? Ne, er kommt nicht ran. Und der nächste. Ist aber so, hier geht jetzt sowieso wieder nichts. Ich hoffe nur, dass mein Controller jetzt nicht komplett den Geist aufgibt nachher. Weil das wäre ziemlich belastend. Mich irritiert das so immer, dass man hier kein DRS hat, ne? Auf der Start und Ziel, weil auf der Start und Ziel hast du in den meisten Fällen DRS. Außer in Abu Dhabi. Ah, die fahre ich zu weit außen an. Die darf ich halt echt nicht zu weit rauskommen, weil sonst gehe ich halt hüpfen. Wird schwer, den zu bekommen. Wie wir hier vorne auch so viel unser eigenes Rennen fahren, ne? Das ist halt auch krass. Den Simulationsdaten nach solltest du allmählich Abnutzungserscheinungen deiner Reifen bemerken. Sag Bescheid, falls es zu schlimm wird. Ich weiß halt zur Hölle nicht, wie der McLaren bremst, ne? Also ob der jetzt sehr sachte bremst oder sehr hart oder sehr lang, aber dafür sachte, weißt du? Oder ob es überhaupt einen Unterschied macht zwischen den Autos, keine Ahnung, aber ich bin halt selten hinter einem McLaren, deswegen bin ich hier hinter jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Was war das denn jetzt? Meine Bremsen versagen komplett. Ja, moin. Wer bremst, verliert oder was? Oh, ja, der Friseur. Komm, lass Sainz kein DRS haben. Bin zu schnell hier. Dann wieder kein Angriff. Sein höchstes hat kein DRS, doch er hat auch DRS. Na, DRS ist es nicht mal. Es ist, wenn der vor dir Windschatten hat, dann komme ich da nicht dran, dann fährt er mir weg. Alter, meine Bremsen, ne? Ich habe keine Bremsen im Auto gefühlt.
Ich habe wieder so Probleme mit dem Auto. Keine Bremsen in dem Wagen. Sie sind nicht eingebaut worden. Ich rolle einfach nur jedes Mal aus. Okay, ich muss dringend in die Box. Lol, der ist jetzt schon. Max ist jetzt an der Box. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Verstanden, geht in Ordnung. Wir können dich jetzt nicht reinholen. Komm in der nächsten Runde an die Box. Die Box ist zurzeit belegt. Bleib auf der Strecke. Bleib auf der Strecke. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Da war ich halt dieses andere viel schneller, ne? Ja, die Reifen sind am Arsch. Geht nicht mehr. Ich gehe jetzt auf die Mediums, um vielleicht noch durchfahren zu können, weiß ich nicht. Und dann gehen wir gegen Ende nochmal auf die gebrauchten Softs. Das war halt wieder unnötig. War halt wieder unnötig. Keine Frage. Los, raus mit dir. Wir müssen an der Ausfahrt. Ich musste dich auch noch warten, ey, weil hier die Leute kamen. Wieso kriege ich es denn gegen Nico hin, so anders krass zu dominieren, aber gegen Nico hin, ihn so krass wegzusnacken, aber Butler hänge ich 3 Jahre hinter, gefühlt. Alter, was geht hier vorne ab, ey? Max hat einen erfolgreichen Fuck! Ach komm, leck mich doch. Nee, es ist immer wieder Abu Dhabi. Es ist immer dieselbe Scheiße auf dieser Strecke. Immer wieder dieselbe Kotze. Und ich blick von vorne bis hinten nicht durch. Ich weiß nicht, wieso ich keine Bremsen in diesem Wagen habe heute. Oh, was passiert denn jetzt? Nee, komm, ich reg mich darüber nicht auf.
Das sind einfach die Strecken, die kann man einfach nicht, die lernt man auch nicht. Ist halt einfach so. Es ist wie der Rotz hier. Ich kann's nicht, ich werd's nie lernen, Punkt. Jetzt gebe ich auch noch einen Platz an Leclerc ab. Super. Ja, Punkte. Schwierig heute. Erst recht, wenn ich die ganze Zeit so weiterfahre, wie ich jetzt aktuell fahre. Also manchmal habe ich das Gefühl, der bremst einfach gar nicht. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 6,7 Sekunden. Ja, die kann ich nicht mehr für voll nehmen mit dem Flügel, das geht nicht. Das ist so unmöglich. Weißt du, ich komme schon perfekt aus der Schikane raus. Die ziehe ich aber trotzdem noch ab. Alter, ja, ramm mich noch mehr. Tschüss, mach's gut. Keine Chance. Es wird mir einer die Hälfte meiner Power nehmen vom Auto. Nee, es ist halt so Strecken, die du nicht kannst, kannst du nicht. Punkt. Es gibt keinen Lernfaktor in diesem Spiel. Ich werde jetzt von allen gesnackt und werde dann als letztes das Rennen beenden. Wenn ich es überhaupt beende und den Wagen nicht vorher in die Wand setze, weil ich einfach dumm bin. Ich werde stoppen müssen. Ich kann so nicht weiterfahren, es geht nicht. Ich muss stoppen. Ich komme durch den ersten Sektor wegen dem Flügel nicht mehr durch. Es geht nicht. Es ist natürlich auch schön, dass mir das wieder auffällt, wenn ich schon ganz weit hinten bin, ne? Das ist wieder klasse, wann mir das auffällt. Super! Ich bin halt so ein Toastbrot, Alter, ey. Los, fahr jetzt! Ich hätte noch mal
Ich hätte auf... Ich habe noch frische Mediums. Ich hätte auf die... Oh Mann! Nee, das steht heute alle unter keinem guten Stern. Heute funktioniert gar nichts hier. Da reg ich mich jetzt auch nicht mehr drauf, weil ist ja eh halt kaputt schon. Ich habe noch einen frischen Satz Mediums und ich weiß es nicht. Ja, Zeit fahren, Leute. Kennen wir ja nur zu gut. Mit einem Wagen, der nicht voll Gas gibt. Es ist traurig. Es ist einfach traurig, dass wir die Saison so beenden müssen. Einfach traurig. Ja, für den Mediums hätte ich wahrscheinlich durchfahren können, ey. Dieses Ruckeln im Auto schon wieder, ey. Schlimm. Nehmen wir uns mal zurück. Wird ja nicht mehr viel geben, dieses Rennen wahrscheinlich. Kann man schon wieder Rücken picken wie sonst was, ey. Abstand zum Teamkollegen 31,8 Sekunden. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 15,2 Sekunden. Wie viel bin ich schneller, bin ich langsamer? Das würde ich gerne wissen. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir! Magnussen vor dir. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 42,3. Na, da merke ich aber nichts von. Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden. Halt dein dummes Maul. Halt die Fresse.
Naja, sollte ich jemals um die WM kämpfen, muss da dringend vor Abu Dhabi schon entschieden sein, sonst int ich. Sonst int ich wie scheiße. Fahrer vor mir. Lass mich raten, der fährt durch. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Fahrer vor mir. Butler vor dir. Sie fahren mit neuen Mediums. Ja, die sind frisch. Der wird nicht mehr stoppen. Und mein Auto gibt nicht Gas. Schau dir das an, was ist das? Nee, ich drehe meine letzten einsamen Kreise mit einem Auto, was nicht funktioniert. Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Inlap. Was war das denn? Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Ich hab mich fast schon wieder weggedreht, ne? Einfach traurig, wie diese Saison zu Ende geht. Einfach traurig. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Was für ein Wagen hinter mir? Es existiert kein Wagen hinter mir. Jetzt gerade schon, ja, aber nicht, wenn ich gleich in die Box fahre. Dann ist. Nee, komm, ich sag nichts. Ist ideal. Ist so. Wir holen halt so geil auf, ne? Man guckt dir gerade, wie ich Raikön verschlungen habe. Aber jetzt fange ich halt wieder an, die Kurve zu inten, sobald ich wieder bei WM bin. Was ist das? Bin ich da so nervös oder was im Unterbewusstsein? Was passiert denn hier? Wieso fahre ich die ganze Zeit unter Cam?
Nee, das ist heute nicht mein Tag. Heute ist ja so ein Tag, wo ich gleich schlafen gehe. Heute ist nicht mein Tag, Leute. Nee, da kann man knicken. Heute ist wieder so ein Tag, wo nichts funktioniert. Gar nichts. Los. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Fahrer vor mir. Und ich habe ein Auto, das nicht funktioniert. Ich stecke jetzt schon wieder diese Scheiße um. Erst wollte ich machen, werde jetzt mir einen neuen Controller bestellen. Das kann ja nicht wahr sein. Dieses kaputte Rotzding, ey. Unfassbar. Die Batterie ist fast leer. Wenn wir den ERS-Einsatz runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück. Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Halt die Klappe. Jeff, sei leise. Okay, geht in Ordnung. Ich krieg's mittlerweile pro Runde nicht einmal hin, mehr Fullspeed zu geben. Ah, der Controller ist halt leider einfach so ausgeleiert. Ich werde mir jetzt gleich sofort einen neuen bestellen. Und bevor wir die Karriere dann anfangen, brauche ich diesen neuen Controller. Ich glaube, ich habe noch Amazon Prime. Muss mal gucken, ob ich mir den darüber bestelle. Nee, schade. Heute ging einiges schief. Heute ging alles schief, sagen wir mal so. Außer Qualifying und Training wieder. Die waren super. Aber Rennen, da ging wieder alles... alles gewaltigst in die Hose. Frag mich, wie zur Hölle ich so noch schnellste Rundenzeiten fahren kann. Mit dem Int, den ich hier gerade wieder von mir gebe. Aber ich setze den Wagen nicht in die Wand. Wir fahren so zu Ende. Ich tilte nicht komplett weg. Auch wenn ich ein Auto habe, das nicht Gas gibt auf der Geraden. War ich ein Williams oder so? Ah ne, ein Williams ist ja schon raus. Stimmt, ja, vielleicht habe ich mit dem Auto getauscht, habe es nicht mitbekommen oder so.
Klar, dann, wenn das Rennen zu Ende ist, werde ich wieder an wem dran sein, wa? Vielleicht werden wir ja nicht letzter im Feld fahren, das Auto. Vielleicht kriegen wir ja noch die beiden da vorne oder so, schauen wir mal. Ja, und damit dürfte Max eigentlich auch Weltmeister sein, so weit vorne wie ich. Ich glaube, der ist Dritter gerade. Er fightet gerade um den zweiten Platz. Damit dürfte Max, weil Hamilton wird wahrscheinlich keine Punkte holen. Leclerc ist auch weit hinten noch. Max Verstappen wird höchstwahrscheinlich Weltmeister sein. Wenn er 15 Punkte holt oder 18, ja, dann müssen die anderen Boys schon in die Punkte kommen. War halt dumm, ich hätte halt direkt auf Mediums, also wieder auf Mediums gehen. Ich wusste nicht, dass ich noch einen frischen Satz Mediums hatte. Naja, so ist es. Machst du nix. Ich habe ein Auto, was ich Gas gibt, so. Das ist halt absolut RIP. Weißt du, jetzt funktioniert das Auto in den Brems... Punkten wieder absolut. Absolut Zucker. Sobald ich in der Nähe von irgendeinem bin, muss ich ein halbes Jahrhundert weiter vorne anfangen zu bremsen, damit ich im Scheitelpunkt auf der richtigen Geschwindigkeit bin. Naja, ist mir egal, es geht ja zum Glück um nichts mehr. Obwohl es geht noch, Bottas kann sich meine Position noch krallen, aber selbst der ist ziemlich weit hinten. Hat er auch generell auch wieder dieses Wochenende nicht gut abgeschlossen. Von daher mache ich mir diesbezüglich eigentlich keine Sorgen. Nein, der ist weiter vorne, als ich jetzt denke, das heißt... Aber ganz ehrlich, wir hatten genug Chancen, die wir einfach weggeschmissen haben. Aus Dummheit. Arroganz. Von daher wäre es eigentlich nicht schlimm, wenn Bottas mir noch meinen Platz 5 nehmen würde. Wie ist das möglich? Ich krieg nicht mal mehr volle Power vom Auto. Abgesehen davon bringt mir das hier leider nichts. Naja, schauen wir mal, wie gesagt, vielleicht kriegen wir ja noch ein, zwei Positionen. Ich glaube, weiter nach vorne wird schwer. Ich muss langsam lernen, mich über so einen Scheiß nicht aufzuregen. Das Problem ist, ich bin halt einer, der tiltet viel zu schnell. Deswegen gibt mir kein Dark Souls oder so. Echt. Da verreck ich dran an dem Game. Dann guck dir das an, der Wagen will kein Fullspeed mehr geben. Also auf Verstand und Ziel will das halt wirklich einfach nicht mehr.
Hier geht er wieder komischerweise, wieso auch immer. Hier will er, guck dir das an. Guck dir das Gasverhalten an. Das ist halt, ich drücke voll durch. Ich mach mir doch hier keinen vor. Klar, ich war auch gerade wieder hinter dem, ne? Da kann man ja wieder abfliegen. Ja, Max ist Safe Call Zweiter, damit hat er die WM gewonnen. Max Verstappen ist Weltmeister zum ersten Mal aller Zeiten tatsächlich. Und tschüss, weil ich hier nicht rausbeschleunigt bekomme. Wegen diesem Controller. Ja, nee, also wir wissen, warum es so ist. Wir wissen, woran es liegt, leider. Es ist einfach so. Weil dieser Controller so ausgeleiert ist. Wieso habe ich wieder keine Bremsen? Immer wenn ich im Windschatten vom Wind bin, hat dieses Auto keine Bremsen. Traurig, aber wahr. Ich verstehe das nicht. Keine Bremsen.
Jetzt habe ich dich. Komm nicht ran. Ich komme nicht ran. Ein Toro Rosso zieht mich ab. Was ist das hier für ein Saftladen, Alter? Fucking Red Bull. Größter Saftladen EU West, ey. Beim besten Willen. Der Toro Rosso zieht mich ab. Ja, komm, ich reg mich darüber jetzt nicht weiter auf. Da vorne ist Feuerwerk. Lukas Weber hat gewonnen, wa? Ja, dann geht's halt, ne? Ich versuche Grosjean noch abzuräumen, merke ich gerade. Alles klar. Na, dann kann Lukas auch noch einen Win zum Ende der Saison feiern. Und ich bin froh, dass die Saison in diesem Rotzauto endlich vorbei ist. Nie wieder Red Bull. Nie wieder fucking Red Bull. Kein Bock mehr drauf. Nie wieder Red Bull. Endlich ist dieses Saison rum, ey. Holy shit. Es war ohne Frage ein unglaubliches Jahr für die Leclerc ist doch Weltmeister geworden. Dann aber sauknapp. Leider kann es nur einen Champion geben und hier kommt er auch schon. Unser neuer Weltmeister der Formel 1. Jawohl, leck noch mehr. Ich weiß nicht wieso, aber leck noch mehr. Alter, heute geht alles schief, ungelogen. Da stehen sie ineinander. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko, und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Charles Leclerc ist zum ersten Mal Weltmeister. Aber das wird sicher sauknapp, vor allem, weil er, glaube ich, keine Punkte geholt hat, ne? Oder er hat ganz wenig, also er muss ein paar Punkte vor Verstappen sein. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste. Heute krönen wir auch einen neuen Weltmeister. Da einen Punkt vor Verstappen! Was für ein großartiges Jahr für die Formel 1. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ich muss sagen, dass Sebastian Vettel mich heute mit seiner beeindruckenden Fahrweise echt gefesselt hat. Die Konstrukteursmeisterschaft mag an diesem Punkt eine ausgemachte Sache sein, aber schauen wir uns dennoch die... Haas schiebt sich noch vor Renault. Endgültig von der Konkurrenz abgesetzt und ist... Herr Ferrari war auch letztes Grand Prix schon nicht mehr einzuholen. Ein weiterer Triumph für das italienische Team. Auch für Haas war das ein starkes... Holy shit! Amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert. Und wir sind vor Mercedes. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mininialp, Dankeschön für dein Follow und herzlich willkommen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe mein Bestes gegeben. So, Alter, mit einem Punkt. Weil man hat Verstappen dieses Rennen über... Verstappen. Ja klar, Verstappen... Von 11 auf 2, Respekt. 18 Punkte geholt. Und Leclerc hat keine Punkte geholt. Hey, die waren doch nur 11 Punkte auseinander. Achso, ja gut, er musste ja auch gut machen, na klar. LOL. Warte mal, wer hat die schnellste... Nein. Nein. Ich habe die schnellste Rennrunde. Ich habe meinem Teamkollegen die Chance... Warte mal, was wäre denn bei Gleichstand passiert? Was wäre an so einer Stelle, wenn Max jetzt die schnellste Runde hätte? Wären die ja punktgleich gewesen. Was wäre bei Gleichstand passiert? Die Anzahl der Rennen, der gewonnenen Rennen? Wahrscheinlich, ne? Ich denke mal, dann entscheidet die Anzahl der gewonnenen Rennen. So, gehen wir mal alles in Ruhe durch. Weber, Respekt da vorne, echt. Holy shit. Sainz auf 3. Alex, wir hatten gar kein Podium, ne? Alex Albon. Hier, Devin.
Also das Feld hat sich so durchgemischt in dieser Saison, ey. Wieder Williams mit Punkten. Holy moly. Und die Top-Teams sowas von schlecht, ey. Also ich habe die schnellste Rennrunde. Kann sein, dass ich jetzt wirklich fast Max die Chance auf die Weltmeisterschaft genommen habe. Kann sein, dass ich das war. Das muss man jetzt mal durchzählen. Wenn's, ich gehe mal jetzt davon aus, dass es nach Rennsiege geht. Gute Arbeit auf der Strecke? Was willst du von mir? Sergio hat sich falsch angestellt. Ich gebe es von meinem Fehler. Tut mir leid. Nix. Ihr alter Teamkamerad hatte dieses Wochenende ein viel besseres Rennen. Denken Sie, dass wir noch mehr Siege von ihm erwarten? Auf jeden Fall. Wenn der nur zum guten Team wechseln würde. Keine Zweifel daran, dass er das Zeug dazu hat. Ihr Wettstreit ist ein wenig außer Kontrolle geraten, nicht wahr? Kein Kommentar. Tja. Fick dich und bis ins nächste Spiel. Ich denke mal, die alle so wieder mit dabei war. Ich habe Max die schnellste Rennrunde streitig gemacht. Boah, wir haben Gleichstand. Max und ich in der letzten Rivalität. Und gegen Devin habe ich dann doch noch gewonnen. Aber Devin konnte das nicht mehr einholen oder hätte gewinnen müssen. Ja, komm. Oh, scheiße, das hätte ich gucken müssen. Oh. Bitte, war das für eine Leistung? Und jetzt schreit sie mir nochmal ins Ohr. Super. Auf dem Rummel. Deine Ergebnisse zählen, also streng dich lieber an. Viel mehr solcher Rennen. So. Vertragsverhandlungen. Bestimmt nicht wieder bei Red Bull mit einem anderen Team verhandeln. Vielleicht stehen unsere Chancen woanders besser. Wert fürs Team. Wir hatten uns ja gesagt, wir entscheiden uns zwischen McLaren und Racing Point. Wer am Ende mehr hat, mehr Interesse an uns hat, zu dem würden wir dann gehen. Und es ist, wenn ich das richtig erkenne, ganz knapp McLaren, ne? Ja, also ist die Frage geklärt. Wir wechseln damit im nächsten Spiel zu McLaren. Erwartete Rennplatzierung ist 1. Okay, hat funktioniert, keine Ahnung. Also schon mal von deinem alten Team verabschieden. Ab dem nächsten Rennwochenende fährst du für dein neues Team. Okay. Ja, gut, also. Wir scrollen hier mal kurz durch für die Statistik. Um einem alles sonst zeigen lassen, so ist die Saison denn zu Ende gegangen. Es war für die Top-Teams nicht die beste Saison. Also die anderen Teams haben deutlich aufgeholt. Hier sehen wir auch nochmal alles durch. So, jetzt müssen wir mal zählen. Verstappen hat wie viele Siege? 1, 2 Siege nur. Und Leclerc hat 1, 2, 3, 4. Okay, das hätte keinen Unterschied gemacht. Wenn man nach Siegen geht. Also Leclerc, erstaunlicherweise, Leclerc der Sieger. Aber es war eine sehr knappe, sehr knappe Saison, muss man mal sagen. Also bis zu mir war halt bis Brasilien, bis in Mexiko noch alles drin. In Mexiko, USA um den Dreh. Wir hatten Überraschungssieger wie Lukas Weber jetzt in Abu Dhabi. Dann hatten wir Carlos Sainz, wenn ich das hier richtig sehe, der Japan gewonnen hat. Ja genau, Carlos Sainz gewinnt Japan. Sergio Perez gewinnt Spanien. Und so ein Gedönse. George Russell gewinnt Singapur im Williams. So, das war dann die Saison. Hier nochmal drüber gucken im Vergleich zur ersten. An manchen Stellen haben wir uns besser angestellt, an den meisten aber schlechter tatsächlich.
Es war nicht meine Saison, es war nicht mein Auto. Ich bin froh, dass ich in meinem Auto bin. Wir hatten unsere Höhepunkte, die man hier nochmal schön sehen kann. Wir hatten aber auch richtige Talfahrten. Wo es halt einfach unnötig war in dem Fall. So, ich würde sagen, wir schauen uns hier die Rivalitäten. Die haben wir noch gewonnen im Endeffekt. Paradetails auch, alles zum nochmal drüber skippen. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier in-game in die nächste Saison, was aber eigentlich keinen Unterschied mehr macht. Ach so, jetzt können wir hier nochmal gucken, okay. Ja, können wir auch noch durchscrollen. Leistungsvergleich. Da waren wir auch ganz oben mit dabei tatsächlich. Danach hat es dann auch halbwegs funktioniert. Wollen wir mal hier in die nächste Saison, zumindest in die Sequenz für die nächste Saison oder so, wenn es sowas gibt. Ach, Australien, ja, dich werde ich in F1 2020 wiedersehen. Scheißstrecke. Okay, keine Saison. Ist das Bottas, der da vorne sitzt? Nein! Das ist Bottas, der da vorne sitzt! Warum sitzt da vorne Bottas? Okay, warte. Ja, das ist mir egal. Okay, warte. Teamwechsel. Hamilton wechselt zu Racing Point. Kubica geht. Ich wechsle zu McLaren und ersetze Sainz. Bottas wechselt zu McLaren und ersetzt Norris. Ricciardo wurde von Red Bull Racing unter Vertrag genommen und ersetzt mich. Sainz wechselt zu Mercedes. Und Norris wechselt zu Mercedes. What? Was zur Hölle, Alter? Also Ferrari ist gleich geblieben. Mercedes hat einfach einmal komplett McLaren aufgefressen. Bottas zu McLaren geschickt. Neben mich. Und Lewis Hamilton zu Racing Point. Kubica ist raus. Daniel Ricciardo ist wieder in der Formel 1. Alter. Holy shit, was zur Hölle? Also das wird mir jetzt ein bisschen zu random. Natürlich wird das hier für die nächste Saison nicht so stimmen, weil wir ja die nächste Saison dann in F1 2020 fahren werden. Dementsprechend werden wir dann wieder F1 2020 Startaufstellungsdings haben. Fahrersitze haben, meine Güte. Was wir aber übernehmen werden, ist, dass wir bei McLaren fahren werden. Das steht fest. Ich denke mir dann halt, ich werde Sainz ersetzen. Weil Norris hat es auch, glaube ich, letzte Saison besser gemacht als Sainz. Alles in allem. Ja, Norris hat es ein gutes Stück besser gemacht. Achso, das sehe ich hier nicht mehr, okay. Ach, die haben aber noch geskillt, ja? Die sind ja gar nicht in dem. Oh gut, die waren auch schlecht im Motor, ne? Oh ja. Das hier ist fast fein so. Hier würde ich noch einmal Verbrennungsmotor machen, nochmal das Getriebe und das hier. Dann sind wir hier durch. Dann wäre ich hiermit soweit zufrieden. Aber der Motor, der muss halt noch deutlich besser werden, anscheinend. Naja, aber. Nee. Im nächsten Spiel.